Jo, was geht? Neues Video, heute eine Location, die ja eher untypisch für unseren Kanal ist. Heute bin ich mit den Freerunning-Schlappen verabredet, die sind allerdings noch nicht da, deswegen zeige ich euch mal, was es hier so gibt. Da ist eine Wand, hinten auch noch ein paar Wände, hier gibt es auch Wände. Also ja, Wände sind vorhanden. Die Jungs müssten jeden Moment da sein und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie uns hier alles zeigen können. Moin! Moin! Gelungener Einstieg, da ist der Rest der Schlappen. Moin! Ja, erzähl mal, ihr seid jetzt schon seit gestern in München, vorgestern? Wir sind vorgestern Abend angekommen, um 12, also Nacht. Gestern waren wir den ganzen Tag am Pferdehof, wurde dann Schlappenhit Pferdehof gedreht. Ein paar Stunts sind da abgegangen, heute Abend wieder zurück. Geplant wie der Buchen-Eck-Trip, aber der hat sich ja um den Tag verlängert, wegen den Verletzungen, die sich da ereignet haben. Das hoffen wir natürlich, dass das heute nicht der Fall ist. Ja, ich muss sagen, ich habe mich schon gefragt, wo ich hergefahren bin. Wird es heute wieder eine Verletzung geben oder nicht? Ich denke, wir versuchen es mal ohne. Wir versuchen das ohne, aber ich meine... Das wäre auch langweilig. Alter, jetzt halt dich fest, schnall dir an. Sonderkollektion. Lidl-Fan. Lidl-Fan, nicht nur Lidl, das ist Lidl-Fan. Ey, wir sind Aldi-Gang, hallo. Nix. Ich glaube, dann können wir keine Freunde mehr sein, Jan. Ja, gerne. Oh Mann. Lidl steigt in den Tod. An dem Spot war dir schon ein paar Mal, oder? Ja, ist ein Klassiker in München. So, ich würde tatsächlich sagen, es ist der bekannteste Spot in Deutschland. Ist tatsächlich kein Parcourspark, obwohl es aussieht wie ein Parcourspark, aber das ist, glaube ich, irgendein. Was ist das hier? Ein Kunstwerk? Ist schon geil hier. Ich würde sagen, ihr zeigt uns mal ein paar Single-Flips zum Aufwärmen. Ein paar gemütliche Sachen. Ja, ja. Und dann später vielleicht ein, zwei coole Lines. Ja, auf jeden Fall. Das hat er einfach mit Absicht gemacht. Gehört das eigentlich so, Etienne, oder? Also die ersten zwei müssen immer so und dann beim dritten, weißt du, alle guten Dinge sind drei. Jawohl! Und was ist der Plan? Gleich wohl von da. Also im Prinzip immer weiter hocharbeiten. Muss halt weich sein, das Problem ist, dass hier überall Beton irgendwie drunter ist. Anila Hero! Yo! Absolut verrückt. Das sitzt einfach immer, das Lied. Das könnt ihr anwenden, wann ihr wollt. Ihr habt das Gefühl, da fliegst du auch von 30 mit dem Körper runter. Also Finn, deine Line, wie sieht sie aus? Rechts. Nicht rechts. Sideflip. Sideflip über die Gap. Double Sideflip. Double Sideflip. Ja. Oh ja. Komm. Oh, shit. Ich wäre hier fast runtergefallen. Komm. Geil! Yes! Jawohl, Junge! Oh, Alter! Komm, ja! Oh nein! Kann man nehmen. Nice, fast first try. Mein Gott nochmal! Ja? Komm! Oh nee! Nein! Komm! Aber nice! Ah, Junge! Ich hab keine Kraft mehr. Session hier ist beendet. Ihr habt eine Tonne dabei. Warum? Wir rutschen den Olympiaberg in der Tonne runter. Wir haben es geschafft. Olympiazentrum. Tonne ist da. Machst du den ersten oder wie sieht's aus? Scheinbar. Das wäre halt blöd, wenn das nicht reicht vom Auslauf, aber... Du denkst, du wirst so schnell? Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht schnell wird hier. So Leute, jetzt geht der Olympiaberg runter. Geil, das gibt richtig Schmackes. Ja, das geht doch. Das war ja zehnmal geil, als ich dachte. Aber das war der helle Wahnsinn. Das war einfach nur geil. Also alle, die aus der Umgebung kommen, klaut euch ein Fass aus dem Schrebergarten, ab zum Olympiaberg und runter. Dwayne, du bist der Nächste? Selbstverständlich. Und ihr habt mir direkt eine Schanze mit einprogrammiert. Digga, halt dich ab, du Idiot!
Oh shit. Oh. Das ist echt das Geilste, was von Domi je gemacht hat. Dachtest du, steigst mal kurz aus oder was war da los? Nach dem Hückel hier bin ich in Schieflage gekommen, hab mich gedreht und dann kann ich dir sagen, so wie es war. Nach der ersten Rotation weiß ich nicht, was passiert ist. Etienne, gönnst du den nächsten Ritt? Ja, auf jeden Fall. Das sah richtig nach Spaß aus. Rein in den Quatsch. Alter, bist du fett! Wahnsinn, Riesenspaß, kann ich nur empfehlen. Hoch da wieder. Du gehst jetzt noch ein Stück höher und machst noch schneller. Ja, wenn du da einmal die Kontrolle verlierst, dann machst du einen Stunt. Viel Spaß, Jan. Danke. Da wird das große Finale. Was das wird, das steht bislang noch in den Sternen. Ich würde sagen, wir finden raus. Rein in den Holger. Unglaublich, Mann, du hast es geschafft. So was von geil. Ein bisschen nass bist du geworden. Dreckiger als zuvor. Vor allem, ihr habt das aus irgendeinem Grund alles in den Mund gekriegt da unten. Lecker. Junge, was ist das schon wieder? Mission complete. Wir sind zurück am Auto. War ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Ja, so was von. Hattest du Spaß, Dwayne? Ich hatte eine Menge Spaß. Es war wie erwartet ein sehr, sehr witziger Tag mit den Jungs. Leider schon vorbei. Schaut auf jeden Fall bei den Freerunning-Schlappen vorbei. Die laden jetzt auch sehr, sehr häufig hoch. Jeden Sonntag. Der Kanal der Jungs und die Jungs selber sind in der Beschreibung verlinkt. Gerne mal abchecken. Und wenn wir schon beim Abchecken sind, schaut bei Smilodogs vorbei. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Haben sehr, sehr nice Sachen im Store. Egal ob fürs Fitness, Freizeit, ist für jeden was mit dabei. Deswegen schaut vorbei. Benutzt den Code RIDE10 für 10%. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat... Aua!